Was auch zum Beispiel eine gute Entspannungsübung ist, das hat, glaube ich, jeder öfter mal am Tag, wenn man zum Beispiel Rückenschmerzen oder einfach ein bisschen merkt, oh, das zwickt und klemmt ein bisschen, ja, dann schnappt man sich auch entweder hier so einen Lacrosseball oder einen Tennisball. Das kann man auch gerne an der Wand machen. Wir gehen einmal an die Wand dazu. Und zwar legt man sich den Ball hier zwischen Wirbelsäule, hier ist die Wirbelsäule und hier das Schulterblatt, hier in der Mitte rein und dann lehnt man sich quasi mit dem Ball einmal an die Wand. Genau, der Ball kommt an die Wand, so, zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt und dann kann man hier ganz locker hoch und runter rollen, ja, mit mäßigem Druck, nicht zu sehr drücken, ja, aber es darf schon wieder ein bisschen zwicken und ja, genau, auch mal auf die andere Seite, das ist ganz wichtig, um hier die Muskulatur frei zu machen, damit sich das Schulterblatt wieder besser hinten bewegen kann. Man kann ja zum Beispiel den Arm mal ein bisschen bewegen in dem Bereich, ja, damit die Muskulatur hinten wieder schön geschmeidig gemacht wird, auch wieder besser durchblutet wird. Eine Übung auch mal so zum Tagesausgleich, für den Alltagsausgleich, wenn man leider oft immer sitzende Tätigkeit im Büro, ich will nicht wissen, wie das aussieht, oder in der Schule, es tut echt gut. Ja. Sehr gut. Jawohl. Schön. Einfach mal den ganzen Rücken ausrollen. Ja, genau. Nehme ich mit.